Ich bin Eckhard Gehrmann. Ich habe den Steindruck im Studium in der Städelschule bei Christian Krug kennengelernt und dann im Anschluss 10 Jahre intensiv Lithografien ausschließlich gedruckt, bevor ich zur Malerei gekommen bin. Generell komme ich von der Zeichnung und vom Grafischen her, vom Schwarz-Weiß, und vielleicht liegen mir auch diese indirekten Techniken. Man arbeitet ja sehr lange an einer Platte, bevor man dann das eigentliche Endergebnis vor sich hat. Hat mir irgendwo immer mehr gelegen. Bei der Malerei muss man sich ja direkt mit dem Endergebnis auseinandersetzen. Das war mir vielleicht damals auch zu viel. Lithografie ist ja eigentlich der Malerei und der Zeichnung am nächsten. Die Farbe liegt ja ganz flach auf dem Papier, und eine gedruckte Kreidezeichnung vom Stein kann man eigentlich von der Kreidezeichnung, die man direkt aufs Papier macht, kaum unterscheiden. Vielleicht ist das so der Hauptgrund, einfach dieses für mich mit Lithografie zu arbeiten, das lange Arbeiten an dem Stein und überhaupt, dass das so funktioniert. Und für künstlerische Zwecke wird er weltweit auch immer noch genommen, weil er sogar einfacher zu drucken ist als Offsetplatten. Und diese ganze Materialität, dass man eben in verschiedenen Körnen kann, von ganz fein bis ganz grob, was einen großen Einfluss aufs Bild dann hat, das Reinritzen, aber sogar die Ätzerei, das Drucken geht sogar besser vom Stein. Also er wird nach wie vor immer noch genommen. Ja, Lithografie ist ja das dritte große Druckverfahren, erst gut 200 Jahre alt. Ist Flachdruck von einem Lithografiestein und ist der Vorläufer vom Offsetdruck, mit dem heute 80% weltweit aller Drucksachen noch hergestellt werden. Die werden dann auf Aluminiumplatten gedruckt. Wir nehmen künstlerisch weltweit immer noch die Steine, weil wir die verschiedenen Schleifen, Körnen, Ritzen eigentlich auch unproblematischer zu drucken sind, werden immer noch die Steine genommen. Beim Drucken ist es so, ich habe alles von einem Stein gedruckt, ohne den Stein komplett abzuschleifen. 10 Jahre lang wundere mich selbst, dass das so lang funktioniert hat. Bei der Lithografie kann man ja im Gegensatz zum Holzschnittradierung, Siebdruck, wo eine Form verloren ist, abgeschliffen, weggeätzt ist, kann man, weil alles ganz flach ist, Teile wieder druckfähig machen. Das ist ja alles im Bereich von Zehntel Millimeter bestenfalls. Der Stein ist ja ganz flach. Das hat mich immer fasziniert, dass das also so endlos weitergeht. Trotzdem vergisst er auch nichts, der Stein. Also diese alten Strukturen sprechen immer mit. Ja, sogar jetzt nach langer Zeit habe ich bewusst einen Teil, den rechten Teil des Steines, die alten Strukturen stehen lassen, damit die alten und neuen Bilder ineinander fließen. Ich habe die schöne Werkstatt, einen Riesenstein, einen Riesenaufwand damals betrieben und wollte immer wieder damit anfangen, habe aber den Anstoß von außen eigentlich gebraucht. Und Katja Schneider hatte ja die Idee, und ja, da muss ich großen Dank sagen, dass ich da intensiv wieder angefangen habe. Hätte ich mir so auch nicht vorstellen können, dass ich so dabei bleibe, weil ich eigentlich in der Malerei auch gerade im Moment in einer guten Phase war. Bin aber durch die Malerei eigentlich zur Farbe gekommen, und das, die Befreiung eigentlich dadurch, die dient mir jetzt natürlich bei den Lithos auch sehr. Generell ist es so, das Serielle bei der Druckgrafik ist mir wichtig, also weniger eine Auflage von gleichen Blättern zu drucken, lieber die Druckplatte unterschiedlich einzufärben, also die gleiche Platte mit sehr wenig harter Farbe, hohem Druck auf ein glattes Papier zu drucken und die gleiche Platte mit sehr dick, mit weicher Farbe auf ein weiches Papier mit wenig Druck zu drucken. Also diese ganzen druckgrafischen Prozesse, wie liegt die Farbe auf dem Papier, die interessieren mich eigentlich viel mehr als unbedingt eine gleiche Auflage zu drucken. Und so sind dann Serien von Bildern entstanden, die ja, wo es auch, man könnte sagen, eine Urform oder einen Mutterstein gibt, der in allen, eine Form, die in allen Bildern auftaucht und in Abwandlungen und in Teilen, teilweise
nach Jahren noch in neuen wieder zu sehen ist. Dass ich eine Serie von Drucken mache. Meistens beginne ich mit vier gleichen Blättern und überdruck dann zwei mit einer anderen Farbe. Und das ging dann über Jahre teilweise. Also ich habe im Endeffekt 150 verschiedene Blätter gehabt, mache auch einen Fehler dabei oder täusche mich irgendwas. Und am Ende sind es alles Einzelblätter. Ich könnte aber auch, wenn ich sie alle gleich behandeln würde, also hintereinander drauflegen, immer in der gleichen Reihenfolge, mit der gleichen Farbe eingewalzt, könnte ich eine Auflage drucken. Es ist also von mir gewollt, dass ich eben verschiedene Ergebnisse einfach habe. Ich ätze den Stein auch sehr stark, ritze rein. Also mittlerweile ist das dann auch ein halber Hochdruck irgendwo. Also es ist gar nicht mehr ganz flach. Aber diese Effekte des Materials schätze ich natürlich sehr. Ich habe dann auch, weil es mich persönlich interessiert und auch für meine Kurse, zum Beispiel hier an der HFG in Offenbach, werden ja bei der Lithografie leider immer noch die giftigen Lösungsmittel verwendet. Und beim Holzschnitt, Radierung, Siebdruck ist es eigentlich so, Sie können immer eine Druckplatte abwaschen, trocknen und frisch beginnen. Bei der Lithografie hat man ja diesen Moment des Auswaschens, wo das Bild nicht sicher ist, wo es gefährdet ist. Vielleicht aus diesem Grund bleiben die meisten Leute bei diesen altbewährten Materialien. Ich habe jetzt durch einen Kontakt zu einer Werkstatt in Amerika, in den USA, probiere ich seit einiger Zeit ungiftige biologische Materialien aus, die genauso funktionieren. Ich brauche ja generell immer was, von dem ich ausgehen kann. Also ich brauche was vor mir und beginne dann. Und das Motiv, was ich hier gezeichnet hatte, war auch ein Apfelbaum bei mir im Garten. Ich habe Skizzenbücher, wo ich vor Ort dann arbeite, und das habe ich dann nochmal als Litho ausgeführt. Dabei ist es so, dass ich auch teilweise im Moment sehr nah an den Baum rangehe. Einerseits die Rinde zeichne, ganz von halben Meter ungefähr, mich dann etwas zur Seite wende. Ich stehe quasi unter dem Baum und nehme ganz kleine Äste vorne ins Bild. Also den Baum gibt es so eigentlich gar nicht, wie er da ist. Das ist auch eine Überlagerung von Eindrücken, aber schon aus der Natur, weil ich bin irgendwo der Meinung, dass die wahreren, geseheneren Linien aus der Natur kommen. Ich mache einfach bessere Linien, wenn ich was vor mir habe. Ich habe sehr lange Akt gezeichnet. Da kommt mein ganzes Zeichen eigentlich her, dass ich auch nicht so aufs Blatt schaue, sondern mehr aufs Motiv oder sehr lange schaue und dann sehr schnell zeichne und all diese Dinge. Ja, also ich bin sehr glücklich, dass ich hier in der tollen Werkstatt auch sein kann, dass sich Offenbach dafür entschieden hat, die einzurichten. Gutenberg und Mainz Schrift ist ja weltbekannt, aber Sennefelder, Offenbach, der Beginn des farbigen Bilderdrucks im 19. Jahrhundert, ist eigentlich noch völlig unterschätzt. Und auch, dass das von Offenbach also hier losging, künstlerisch vielleicht von Paris und London, aber rein historisch von Offenbach, und auch viele Druckmaschinenfabriken kamen oder kommen von hier, und insofern ist das ein wichtiger Teil der Geschichte von Offenbach. Die Idee, eigentlich macht man es nicht, weil der Stein geht zu. Ich tue einfach zwischen den Walzgängen, feuchte ist ja normalerweise mit dem Schwamm den Stein, damit dieser Effekt des chemischen Druckes zwischen Fett- und Wasserabstoßen funktioniert überhaupt. Wenn ich mit der Fettfarbe, Ölfarbe über die feuchte Fläche rolle, bleibt es ja nur an den Stellen hängen, wo die Fettzeichnung vorher war. Wenn ich es trocken werden lasse oder diesen gewollten Fehler jetzt mache, bleibt es auf der ganzen Fläche hängen. Hintergrund ist einfach der, ich will einfach den Leuten zeigen, dass es ganz flach ist, dass da nichts erhaben ist, sondern die ganze Fläche voll Farbe wird. Weil das glaubt man ja oft nicht. Man denkt, da ist irgendwas, wie beim Holzschnitt zum Beispiel, wo ich über eine Struktur drüber rolle. Und dass man diesen Effekt, sobald ich Wasser wieder auftrage, mit dem Schwamm wieder
rückführen kann, also das eigentliche Bild wieder entsteht. Einfach um diesen Vorgang des Fett- und Wasserabstoßens der Lithografie nochmal zu zeigen. Aber eigentlich ist es natürlich ein Fehler, den man so vielleicht nicht zeigen sollte.